Als erstes im Test das Airbrush-Make-up-System von Temp2Air. Das kostet 289 Euro. Theresa testet für uns die angebliche Wunderwaffe, die den perfekten Teint zaubern soll. Die Make-up-Kartusche kostet je nach Farbton 40 Euro extra und wird in das Gerät eingesetzt. Jetzt am Anfang habe ich die erste Stufe, damit soll man so kleine Pickelchen abdecken. Ach genau, zum Abdecken. Der Hersteller verspricht professionelles, natürliches Make-up und perfektes Abdecken von Hautunreinheiten. Wichtig, beim Sprühen 10 cm Abstand halten. Alles Unreine ist abgedeckt. Mit der zweiten Stufe trägt Theresa die Foundation auf. Ein Kompressor pumpt hier Luft und Make-up in den Sprühkopf. Doch man braucht Übung, sonst kommt schnell zu viel Make-up auf die Haut. Laut Hersteller soll die Foundation 7-mal so stark abdecken, wie herkömmliche es tun. Ich finde, das Rouge sieht auch total natürlich aus. Natürlich aus, ja. Und was ich super finde, hier so die Übergänge zum Hals oder auch zu den Haaren. Theresa ist mit dem Ergebnis zufrieden. Aber für den Preis von 289 Euro hätte sie ein einfacheres Handling erwartet. Weiter geht's mit dem Abschminktuch Make-up Eraser für 9,99 Euro. Laut Hersteller soll das extrem feine Mikrofasertuch sogar wasserfestes Make-up runterwaschen. Nur mit Wasser und ganz ohne Chemie oder extra Reinigungsmittel. Funktioniert einwandfrei, wasserfeste Eyeliner ist ab, alles ist weg. Also es ist echt richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Virginia ist begeistert, überprüft das Ergebnis aber mit professionellem Reinigungswasser. Und tatsächlich, es bleiben nur minimale Reste hängen. Man erspart sich halt extrem viele Produkte. Für das Tuch, Daumen hoch. Virginia hat noch ein Problem. Sie stört ihre angebliche kleine Denkerstirn und ihre großporige Haut auf den Wangen. Dagegen soll das nächste Beauty-Produkt helfen. Das Bio-Tulin Beauty-System, ein Gel- und Skin-Roller für 59,99 Euro. Angeblich sollen nach nur 60 Minuten Virginias Minifältchen reduziert sein. Und sie soll jünger und frischer aussehen, ganz ohne Chemie. Bevor es für Virginia losgeht, erstellt die Dermatologin Dr. Heidi Dötterer-Rieck aus Frankfurt eine Hautbildanalyse, um die Vorher-Nachher-Wirkung seriös zu dokumentieren. Dann testet Virginia den Soforteffekt. Zuerst entfernt sie mit einem kleinen Nadelroller abgestorbene Hautzellen. Pieks halt so ein bisschen. Die Haut soll jetzt optimal vorbereitet sein, um das dazugehörige Gel aufzunehmen. Das wirkt nach einer Stunde angeblich ähnlich wie Botox und soll die Hautmuskeln entspannen. Meine Haut fühlt sich insgesamt straffer an und ein bisschen praller. Kann die Hautexpertin Virginias Eindruck bestätigen? Die Falten hier sind etwas weniger als hier. Leichte Verbesserung. Virginia ist begeistert. Laut Hersteller soll eine Anwendung über mehrere Wochen das Hautbild aber noch weiter verbessern. 4 Wochen trägt sie das Gel täglich auf. Den Roller verwendet sie, wie in der Anleitung empfohlen, einmal wöchentlich. Nach einem Monat ist der Test vorbei. Die Dermatologin schaut ein zweites Mal auf die Haut. Weder Porengröße noch Faltentiefe zeigen eine zusätzliche Verbesserung zum Soforteffekt. Den Soforteffekt finde ich das Produkt super, aber eher so für mal schnell gut aussehen auf der Party. Deshalb mittlerer Daumen für das Bio-Botox. Auch Theresa ist mit ihrer Haut nicht ganz zufrieden. Dr. Heidi Dötterer-Rieck erkennt sofort die Schwachstellen. Was man hier sieht, eine Pigmentunregelmäßigkeit, Mitesser und auch tiefe Knoten und hier leichte Mimikfältchen an den Augen. Eine magnetische Maske für 70 Euro soll die neue Rettung sein. Theresa trägt die Maske dünn auf und zieht sie nach 10 Minuten mit einem Magneten herunter. Es fühlt sich ganz komisch an. Die negativ geladenen Teilchen der Maske sollen von der Haut auf den Magneten springen und dabei die Unreinheiten von der Haut ziehen. Macht man das mehrere Wochen, soll sich Theresa über eine straffere und ebenmäßigere Haut freuen. Ob das klappt? Theresa testet die Maske 4 Wochen lang. Sieht die Dermatologin anschließend eine Veränderung? Die Haut wirkt prall, elastischer. Insgesamt wird es mehr ebenmäßig, die Haut. Und es sind vor allen Dingen weniger und kleinere Unreinheiten zu sehen. Was meint Theresa zur Magnetmaske? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Maske. Die Pickel sind weg, das Hautbild ist generell besser geworden. Allerdings sind ihr 70 Euro pro Tegel definitiv zu teuer für eine Maske. Die Beauty-Innovationen haben unsere Mädels im Großen und Ganzen überzeugt. Die Party kann kommen.